Hallo und willkommen zu einem Abenteuer auf unserem YouTube-Kanal Klemmbautechnik. Mein Name ist Renate und neben mir sitzt mein Mann Andreas. Ja, wir haben unser Teilelager auf den Tisch geschmissen. Mal sehen, was das wird. Ja, Teilelager ist gut. Teilelager ist wirklich gut. Wir haben ein etwas größeres Projekt vor. Etwas bisher auf YouTube im Klemmbaubereich Einmaliges. Nichts dergleichen haben wir bisher gesehen, entdecken können. Der ein oder andere von euch, der das so ein bisschen bei uns die Community verfolgt und auch vielleicht Facebook hat, kann sich vielleicht schon so ein bisschen denken, was kommt. Wir wollen es nicht ganz so spannend machen. Also erstmal einmal zu unseren Teilen, die auf dem Tisch liegen. Nicht alle Teile werden verbaut. Wir haben Teile in größeren Mengen bestellt. Das liegt ganz einfach darum, weil manchmal ist es so, dass, ich sag mal, als Beispiel 10 Stück von diesen Platten günstiger sind, wenn man sie in so einer 10er Einheit kauft, als wenn man 3 einzeln kauft. Das ist nun mal so. Ja, was wollen wir machen? Wir wollen natürlich Technik machen. Und wir haben vor, dieses gute Stück zu bauen. Jetzt wird zumindest den Leuten, die öfter mal auf Facebook sind und sich für Klemmbau interessieren, werden jetzt schon mit Sicherheit dieses Bild mal gesehen haben. Es ist ein Armeefunkgerät, oder besser gesagt, es wird ein Armeefunkgerät, der Designer dieses Armeefunkgerätes, das ist Stefan Weinert, auch Legolas genannt, hat dieses Teil entworfen. Und zwar wird das eine Puzzlebox, also ein Armeefunkgerät als Puzzlebox. Die ganze Geschichte geht so ein bisschen in Richtung Adventure. Genau. Die Adventure-Fans unter euch kennen vielleicht das Spiel Siberia. Siberia. Ja. Hat meine Frau früher gespielt. Ist noch gar nicht so lange her. Ja, so ein bisschen in die Richtung geht das. Da ist das so ein bisschen mit verkoppelt, will ich mal sagen. Ja, so, bevor wir jetzt zu den Einzelheiten kommen, möchte ich einmal als allererstes mich bei Stefan bedanken für die Hilfe, dafür, dass du mir die Anleitung zur Verfügung gestellt hast, oder besser gesagt, uns zur Verfügung gestellt hast. Ganz besonders dafür, dass du uns die Anleitung als ersten zur Verfügung gestellt hast, bevor es irgendwo anders erscheint. Vielen Dank dafür, Stefan. Ja. Die Sache sieht so aus, diese Anleitung hat bis jetzt, haben genau 3 Parteien, diese Anleitung. Das sind wir, selbstverständlich Stefan als Designer und ein guter Freund von Stefan hat sie auch, der interessiert sich aber auch nur privat für die Sache. Ja, eine Mocknummer gibt es logischerweise noch nicht, da es noch nirgendwo veröffentlicht wurde. Es wird bei Rebrickable veröffentlicht. Da kann man sich dann die Anleitung besorgen. Im Idealfalle wird das heute sein. Heute, wo dieses Video auf YouTube läuft. Wenn es nicht heute ist, wird es in den nächsten Tagen sein. Oder vielleicht steht es schon drin. Vielleicht hat er es gestern schon reingestellt. Aber wir wollten das relativ zeitgleich machen. Ja, gut, dann kommen wir mal zu den Fakten.
Die Rätselbox, die Puzzlebox, die wir bauen wollen, hat, das ist eine eigene Zählung von mir, also da habe ich mich hingesetzt und habe die Teilliste durchgezählt und bin auf 3312 Teile gekommen. Diese Teile haben wir zu einem gewissen Teil aus eigenem Bestand, dann haben wir viele spezielle Sachen, die wir auch wirklich nur einzeln oder in der Anzahl haben wollten, wo wir sie brauchen, über Bricklink, über verschiedene Händler bestellt. Und dann kam wieder unser Freund aus China, AliExpress, ins Spiel, wo wir dann diese Tüten mit den größeren Einheiten haben. Eben halt Sachen, die man immer mal gebrauchen kann und die einfach, wenn man sie im großen Stil kauft, günstiger sind, als sie einzeln zu bestellen. Ja, was wir noch auf jeden Fall erwähnen müssen, der gute Stefan, der Designer, weist darauf hin, ganz ausdrücklich weist er darauf hin, dass diese Box nicht einfach zu bauen ist. Es wird etwas kompliziert, es ist sehr viel Technik drin, Pneumatik ist drin. Motoren bekommt diese Box nicht, braucht sie auch nicht. Ja, er weist darauf hin, dass man also sehr hochwertige Teile benutzen soll. Das heißt, er meint damit Lego. Gut, wie ihr wisst, verbauen wir nicht ganz so viel Lego, weil es uns einfach zu teuer ist. Und weil wir der Meinung sind, dass es mittlerweile Firmen gibt, die genauso gut sind. Ich persönlich behaupte sogar, Gobricks ist besser. Gut, muss jeder für sich selber entscheiden. Wir machen es überwiegend mit Gobricks-Teilen. Ja, dann kommen wir einmal zur Anleitung. Unsere Anleitung hat 10 Kapitel. Da gibt es unter anderem eine Geschichte über das Funkgerät. Und dann gibt es zwischendurch nachher Tagebucheintragungen, die zur Hilfe dienen, um das Rätsel zu lösen. Ja, die ganze Geschichte geht in Richtung Adventure, das hatten wir ja schon erwähnt. Dann werden wir natürlich wie immer alles Wichtige verlinken, den Designer, wo wir die Teile her haben und so weiter und so fort. Ja, zum Aufbau selber ist Folgendes geplant. Es wird ein Zwei- oder Dreiteiler werden, da müssen wir mal schauen, wie wir vorankommen, wie sich das alles entwickelt, da können wir noch gar nichts zu sagen, aber zwei Videos, wahrscheinlich drei Videos auf jeden Fall. Danach, nach dem Aufbau, wird es ein weiteres Video geben, wo jemand dieses Rätsel lösen soll. Ja, da sind mir nicht viele Helden eingefallen. Allerdings kenne ich jemanden, der Siberia gespielt hat. Ja. Das ist das Opfer. Die nette Dame neben mir wird versuchen, das Rätsel zu lösen. Das Ganze werden wir ebenfalls in einem Video festhalten. Wir wollen hoffen, dass es ihr gelingt. Mal sehen. Ja, und genau an dem Punkt stehe ich jetzt vor einem großen Problem. In der Regel läuft das bei uns so, wir bauen ja immer so ein bisschen abwechselnd. Meine Frau macht viele Einheiten. Ich baue die Einheiten dann ein. Ja, das ist immer so ein Hin und Her bei uns. Die darf nicht zu viel mitkriegen. Das ist das Problem, was ich habe. Ich muss also die Geschichten, die ich einbaue, wenn man vielleicht, oder wenn ich der Meinung bin, wenn sie das jetzt sieht, dann weiß ich schon, wie sie das Rätsel löst. Würde ich ihr die Spannung nehmen. Wäre langweilig. Ja, das muss ich mal sehen, wie ich das hinkriege. Aber irgendwie wird das schon funktionieren. Ja, dann wird es nach dem Video des Rätsellösens, je nachdem wie lange es dauert, vielleicht noch ein kurzes hinterhergeben oder wir bringen es mit rein, weil das Funkgerät muss dann nach der Rätsellösung wieder zurückgesetzt werden in den Originalzustand, so dass der Nächste, der gerne das Rätsel lösen möchte und Spaß daran hat, dann wieder von vorne anfangen kann. Ja, wie gesagt, es erwartet uns viele Technik, sehr viel Pneumatik, keine Motoren. Und wenn ich so auf den Tisch schaue hier,
Viel Arbeit. Sehr viel Arbeit, denn wir müssen den ganzen Kram jetzt erstmal sortieren. Gut. Wir sortieren, fangen an zu bauen und melden uns dann wie immer zwischendurch. Es sind ja 10 Kapitel. Ja, wir Bauschritte, Bauabschnitte. Wir arbeiten uns einfach so durch und sobald was Interessantes kommt, blenden wir ein und schauen mal, wie wir uns durch den ersten Teil jetzt kämpfen. Dann bis nachher. Bis später. So, wir melden uns einmal zurück. Wir haben die Teile sortiert und wir haben angefangen. Ja, und wir haben wohl eine Seite fertig. Die Vorderseite wird es nicht sein. Entweder ist es der Fußboden oder die Hälfte der Rückwand könnte auch sein. Ein Teil der Rückwand. Wissen wir nicht. Geht noch nicht aus der Anleitung hervor. Wir sind noch in Kapitel 1 und bis jetzt, wie gesagt, wissen wir nicht, was wir da bauen. Ja, wir können auf jeden Fall schon mal sagen, dass das Ding massiv ist. Es sind 3 Platten übereinander gekommen. Von der anderen Seite ist das auch alles sehr stabil und ordentlich überbaut. Wir haben hier schon 2 Pneumatikschläuche durchgezogen, wofür die nachher auch immer sein werden. Ja, das ist soweit unser Werk. Wenn ihr euch ein bisschen wundert, dass es hin und wieder mal hier drin Unterschiede gibt von den Farben her und auch leider von hier draußen, das liegt daran, dass wir einfach bei verschiedenen Händlern gekauft haben. Und die Farbtöne sind nicht unbedingt gleich. Das sehen wir allerdings nicht so eng. Uns kommt es nachher auf die Funktion an. Von drinnen sieht man es eh nicht. Ja, wir werden sehen. Gut, wir machen weiter. Und sobald das Kapitel 1 rum ist, melden wir uns zurück. So, wir sind mit dem ersten Kapitel durch. Also quasi der erste Bauabschnitt ist erledigt. Ja, was ist noch passiert? Das hatten wir vorhin ja gezeigt. Die Seite oder ob es von unten ist. Wie gesagt, das wissen wir noch nicht. Ich vermute mal persönlich, dass es von unten ist. Aber gut, wir haben das hier gewerkelt. Was immer es sein mag. Ja, ein kleines Getriebe ist da reingekommen. Hier oben eine von den Kupplungen. Davor ein Zahnrad. Und von hier, sieht man nicht, Moment. Genau, und da ist eine Feder verbaut, ein Stoßdämpfer verbaut worden. Da haben wir ein Weichen für genommen. Ich gehe mal davon aus, dass da keine großartige Last drauf kommt. Was immer er auch mal machen wird, wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann kuppelt er die Geschichte ein. Lass ich los, geht's wieder raus. Ja, was immer es machen wird, wir wissen es nicht. Dafür ist ich würde es gerne wissen. Sie darf es nicht wissen. Eine Rätselbox. Eine Puzzlebox. Ja, dann haben wir hier noch so ein kleines Werkstück gemacht und dann war die Anleitung zu Ende. Das heißt, wir gehen jetzt zur zweiten Anleitung, zweite Kapitel. Und dann melden wir uns zurück, wenn es wieder interessant wird. So, zurück an unserer Puzzlebox. Ja, wir sind jetzt bei Bauschritt 165 und haben das Teilchen hier gewerkelt.
was immer es sein mag. Ja, hier unten ein kleines Getriebe drin. Das kleine graue Zahnrad in der Mitte geht auf eine Schnecke. Da oben ist ein Zahnrad hingekommen. Und hier sind jede Menge Zahnräder reingekommen. Eine Kette wurde ebenfalls verbaut. Die wurde da über das Zahnrad gelegt. Hier unten sollten wir schon mal ein Zahnrad reinlegen. Das ist noch nicht befestigt. Ja, ich habe da so mal ein bisschen dran rumgedreht und so, ja, bewegt sich alles. Macht bis jetzt einen zufriedenstellenden Eindruck. Also da gibt es nichts zu meckern, auch die Anleitung. Wie gesagt, da gibt es nichts zu meckern. Hier oben haben wir ein Ventil verbaut für die Pneumatik, einen Schalter. Da haben wir schon einen Schlauch angeschlossen, der geht aber noch nirgendwo hin. Hier haben wir jetzt auch gerade so einen kleinen Pneumatikschlauch angebaut. Jo, keine Ahnung, wie das nachher alles funktionieren wird. Wir sind da auch sehr gespannt. Aber was wir eben halt testen konnten, dass sich das alles schön bewegt und die Zahnräder alle flüssig laufen, das haben wir auf jeden Fall getestet. Gut, dann machen wir mal weiter und melden uns dann später zurück. So, da sind wir wieder an unserem Modell. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben die beiden Einheiten, die wir gebaut haben, miteinander verbunden. Das wurde hier einfach raufgesteckt. Überall kam noch so ein klein bisschen Verstärkung ran. Hier ein paar schmucke Plates ran. Und ja, zum Wesentlichen, was haben wir gemacht? Wir haben hier oben so ein kleines gelbes Getriebe eingebaut. Das hat... jetzt ist mein kleiner Zeigestock weg da. Das hat hier auf jeder Seite, das ist so ein kleines Quadrat geworden. Das ist hier mit den beiden gelben Zahnrädern verbunden. Da sind vier Kacheln draufgekommen. Auf jedes Ende eine rote, eine schwarze, eine grüne, eine gelbe. Die gelbe sollte ein bedrucktes C haben. Also das sollte eine bedruckte Kachel mit dem Buchstaben C sein. Das haben wir uns mal geschenkt, diese teuren Dinger zu bestellen. Wir haben einfach einen kleinen Aufkleber mit einem C drauf gemacht. Soll der Sache eigentlich keinen Abbruch tun. Ja, dann ist hier, genau, hier ist eine zweite Kette raufgekommen mit so einem kleinen Kettenspanner. Die ist relativ lose, aber ich glaube, das spielt auch keine große Rolle. Das soll so sein. Ja, wie gesagt, zusammengesteckt die ganze Geschichte. Dann sollten wir einen Funktionstest machen, das haben wir auch gemacht. Der Funktionstest war diese Taste runterdrücken und gleichzeitig hier drehen. Wir können das ja nochmal machen. Aber sieht man jetzt von vorne nichts. Aber nein, dann bewegt sich hinten die Kette. Genau, wir sollten einmal schauen, ob die Ketten gerade laufen, ob die nirgendwo an den Zahnrädern haken, ob das alles geschmeidig läuft und funktioniert. Und das tut es eigentlich. Also, wir haben das auch nochmal ordentlich mit der Taschenlampe von drinnen alles durchgeleuchtet. Das ist alles eigentlich sehr schön fest und alles sitzt da, wo es sitzen soll, hoffen wir zumindest. Ja, was die Funktion angeht, keine Ahnung. Es ist eine Rätselbox. Ja, es ist eine Rätselbox. Es ist eine Puzzlebox. Nein, eine Rätselbox. Ja, gut. Ja, wir sind mit dem zweiten Kapitel auch fertig. Das heißt, wir fangen jetzt mal das dritte Kapitel an und dann melden wir uns wieder zurück, wenn es spannend wird.
So, da sind wir wieder bei unserer Puzzlebox. Ja, wir sind immer noch im Kapitel 2, also der zweite Teil der Anleitung. Ja, und wir haben zwei kleine Getriebe gewerkelt. Ja, ein paar Zahnräder sind verbaut worden. Da drin ist eins von diesen Ballzahnrädern reingekommen. Dann ist die ganze Geschichte mit einem Gummi gespannt worden. Da kann man schön das Gummi sehen. Auf der anderen Seite hat er auch ein Gummi bekommen. Und wenn man sich das jetzt von dieser Seite mal anschaut, scheint das eine Art Schalter zu werden. Die gleiche Geschichte oder in etwa die gleiche Geschichte haben wir dann nochmal gemacht. Da drin ist allerdings nur ein Gummi verbaut worden. Aber hier auch wieder scheint eine Art Schalter zu werden. Und dann ist hier oben ein Liftarm mit einem kleinen Rädchen rangekommen. Ja, ja, wie gesagt, was wir hier tun und machen, das wissen wir selber nicht so ganz genau. Wir werden sehen. Auf jeden Fall ist jede Menge Technik drin. Es macht Spaß. Vielleicht zur Information nochmal, aber das hatten wir ja schon erwähnt, dass wir ja überwiegend mit Gobricks bauen. Klemmkraft ist sehr schön, sehr gut. Es passt alles. Ja, gut, dann werden wir jetzt diese beiden Getriebe zusammensetzen. Die werden zusammengesetzt. Ich will mal eben schnell mal gucken, ob ich da ein Bild kriegen kann. Ja, Moment. Genau, da werden die beiden jetzt zusammengesetzt und das ist auch der erste Bauschritt im Kapitel 3. Da geht das dann jetzt weiter. Gut, wir setzen zusammen und melden uns dann wieder, sobald es interessant wird. So, da sind wir wieder. Ja, wir haben, wie eben ja schon gesagt, die beiden Einheiten zusammengesteckt. Das waren 3 Pins, glaube ich, ne? Ja. Genau, 3 Pins und dann einfach zusammenstecken, mehr war das nicht. Dann kamen einiges an Zahnrädern wieder. Wir haben eine neue Einheit gebaut mit Zahnrädern, die wurde darauf aufgebaut. Dann ist hier schon eine Pneumatikpumpe verbaut worden. Der Schlauch wurde da durchgeführt. Das ist alles genau beschrieben, auch die Schlauchlängen und so. Ja, vielleicht mal so zwischendurch. Also die Anleitung ist super. Die hat er sehr, sehr schön gemacht, der Stefan. Also ganz toll, Stefan. Und dann wurde hier diese Kupplungsgeschichte verbaut mit dem Zahnrad. Das Teilchen kennen wir alle. Das ist zum Umschalten der Kupplung. Da kann man, glaube ich, 2 Wege mitgehen. Genau, 2 Wege. Und wenn man daneben jetzt nochmal, jetzt bei anderen Modellen, das haben wir auch schon gebaut, nochmal wieder die Kupplungsgeschichte setzt, dann kann man damit also 4 Sachen mitschalten. Ja, ups. Das war soweit die Geschichte. Dann hat er nochmal darauf hingewiesen, das muss alles genau ausgerichtet sein. Also das soll alles im Kreuz stehen. Ja, wenn man da jetzt nicht so viel dran rumspielt, dann tut es das auch. Ah, der unten links, der steht nicht ganz im Kreuz, aber der läuft hier hinten auch blind aus. Also das ist nicht ganz so tragisch. Der geht da hinten auf keine Funktion. Ja, das ging nicht anders, weil wenn ich den jetzt noch einen kleinen Millimeter nach rechts gesetzt hätte, den unten links, dann wäre Zahn auf Zahn gewesen. Das funktioniert nun mal nicht. Da muss man dann so das Beste draus machen. Ich hoffe, es wird der Funktion keinen Abbruch tun. Ja, wir können auch mal einen Blick auf die Anleitung werfen hier. Da hat er das sehr schön beschrieben, wie die Ausrichtung ist.
Na, da kann man schon sehen, das ist also ja auch in Deutsch alles dazu geschrieben. Na, weil wir mit unserem grottenschlechten Englisch sind natürlich froh darüber. Sonst müssen wir uns da immer durchs Englische kämpfen. Also nee, hat er ganz, ganz toll gemacht. Gut, dann würde ich sagen, wir machen weiter und melden uns dann wieder, wenn es interessant wird. So, da sind wir wieder an unserem Modell. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben jetzt noch ein paar Kleinigkeiten angebaut. Das war nichts Tolles mehr. Und dann haben wir diese beiden Einheiten jetzt miteinander verbunden. Ja, das wurde zusammengesteckt, einfach nur in der Mitte hier. Hier wurde das zusammengesteckt. Das war ja die erste Einheit, das andere die zweite, die wir gebaut haben. Dann haben wir den von hier kommenden Pneumatikschlauch, den sollten wir hier rechts an das Ventil anschließen. Und die anderen beiden Schläuche, ja, da ist noch nichts mit passiert. Das war das, was wir soweit machen sollten. Ja, ja, bis jetzt macht einen interessanten Eindruck, wenn man wüsste, was es dann mal irgendwann macht, ne? Ja, also wir sind auch sehr gespannt auf das Endergebnis und was dann passieren wird. Auf jeden Fall von der Technik her, vom Bauen her, macht das sehr viel Spaß. Das steht auf jeden Fall schon mal fest. Gut, Renate, was meinst du? Ich denke mal fast, für den ersten Teil ist unser Video lang genug geworden, was? Da sind genug Teile und kompakten Kram drin, da muss man erstmal drüber nachdenken. Ja, gut, ich würde auch sagen, wir beenden den ersten Teil mal hier. Wir sind ja immer noch im Kapitel 3 und wie viele Kapitel hatten wir noch insgesamt? 10. Ja, waren das echt 10? Waren das so viele? Ja, ich habe meinen Zettel jetzt natürlich hier nicht mehr liegen. Gut, egal. Wir machen, wie gesagt, jetzt einen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Woche zum zweiten Teil wieder. Ich sage schon mal tschüss, tschüss. Und bleibt gesund und baut was Schönes. Ne, holt euch vielleicht die Anleitung und dann Teile bestellen und los geht's. Würde ich so auch sehen. Bis dann. Jo, tschüss.